war spitze. Ihr wart alle großartig. Habt ihr doch gesagt, du sollst mich ins Tor lassen. Ron wird bald wieder auf dem Damm sein. Dann steht er wieder am Tor. Ja, tut mir leid, McLagan. Das war ein gutes Spiel. Entschuldigung, das war ein gutes Spiel? Was soll das? Erzähl mir nochmal, wie das mit Lavender passiert ist. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Sie scheint nur etwas verärgert zu sein. Und du kannst dich an gar nichts mehr erinnern? Oh, Ron! Ist ja nicht meine Schuld. Ich wurde vergiftet. Muss irgendeine Nebenwirkung sein. Naja, du bist nicht der Einzige, der wieder gesund ist. Katie Bell ist auch wieder da. Ich habe sie in der großen Halle gesehen. Dann können wir ja jetzt rausfinden, wer ihr das Halsband gegeben hat. Sie kann uns sagen, wer sie verflucht hat. Stimmt, da war ja noch was. So, geht zu Katie Bell in die große Halle. Tun wir das. Große Halle heißt ja einfach nur Treppe runter, ne? Das kriege ich hin. Muss mich nur mal kurz orientieren. Aber das... Nein, nicht hoch. Runter. Runter, die bitte. Danke. Herzlichen Dank. So, Bibliotheksabkürzung brauchen wir jetzt nicht. Große Halle. Ja, wo müssen wir dann raus? Hier geht's ja jetzt wieder hoch. Abkürzung zur Verwandlung. Nein, ist nicht unseres. Wir waren wahrscheinlich genau auf der falschen Seite, ne? Hier geht's zur großen Halle, genau. Dann sprechen wir mal mit der Guten. Hey, ob sie was weiß, ist natürlich die andere Sache. Ich glaub's ja fast nicht. Hi, Harry. Hi. Wie geht's dir, Katie? Einen Moment bitte. Ich weiß, was du fragen willst. Leider habe ich keine Ahnung, wer mich verflucht hat. Ich habe versucht, mich zu erinnern, aber ich kann einfach nicht. Ist das Malfoy da hinten? Was heißt, du kannst nicht? Sag schon, was du vorhast, Malfoy. Jage Draco. Meine Güte. Aber die Katie hat gesagt, sie erinnert sich nicht und hat aber voll auf ihn geglotzt. Also, wird er wohl irgendwas damit zu tun haben? Was läufst du weg, Draco? Lass uns duellieren und dann mache ich dich platt und dann hat sich die Sache erledigt. Das ist wie Quidditch. Ich hol doch auf. Siehst du das nicht? Also Harry, ein beherzter Sprung jetzt, dann wär's... Huch, wir können auch sprinten. Okay, aber nicht Treppen hoch, oder? Nee. Ja, wenn du so nah dran bist, ein beherzter Sprung, dann hättest du ihn. Huch! Hoppala, los! Ach, geh da durch, bist du doof. Wie weit müssen wir ihm eigentlich noch nachjagen? Oh. Lass mich einfach in Ruhe, Potter. Wow. Der hat aber viel Energie. So, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Die Szene kenne ich noch aus dem Buch. Los, lass mich runter. Aber schön, dass wir gleichzeitig mit dem Levi-Corpus getroffen haben. Nur ich bin besser darin, wieder loszukommen, Edge. So, weg mit dir. Schaffen wir es jetzt? Das machen wir ja eigentlich die ganze Zeit kaputt, die Toiletten. Fuzio, nix da. Fass mich nicht an! Fass mich bloß nicht an! Ich bin zwar überhaupt so auch schwarzmagisch gezaubert. Sie müssen sofort in den Krankenflügel. Und nun zu Ihnen, Potter. Wo haben Sie diesen Zauber her? Er war in einem Buch der Bibliothek. Lügner. Sie werden all Ihre Schulbücher alle zusammensuchen und mir sofort hierher bringen.
also habe ich Snape stattdessen Rons Buch gegeben. Und du hast einen Zauber auf Draco gewirkt, den du nicht kanntest? Ich wollte es ja gar nicht. Er wollte mich gerade verfluchen und da habe ich einfach... Du musst dieses Buch loswerden. Und ich weiß aber auch schon, der wollte ein Kruzio auf uns anwenden. In dem Raum der Wünsche. Genau der richtige Ort, um etwas aufzubewahren. Schließ deine Augen. So, jetzt wird es niemand finden. Harry, ich habe auch ein Geheimnis. Das war dieser Schrank. Habt ihr es getan, Ginny und du? Was? Das Buch versteckt. Oh, ja. Irgendwo im Raum der Wünsche. Selbst ich weiß nicht mehr, wo es ist. Also, ich halte das für das Beste. Einfach einen unbekannten Zauber auf jemanden anwenden. Ich weiß. Wenigstens kannst du dich jetzt auf deine Aufgabe für Dumbledore konzentrieren. Bis jetzt hast du noch kein Glück gehabt, oder? Nein. Aber... vielleicht ist Glück ja genau das, was ich brauche. Ja, das Fläschlein Felix Felicis. Wird auch Zeit, dass ich etwas Glück habe. Haben wir nicht schon selber einen gemacht? Und? Wie fühlt es sich an? Ausgezeichnet. Ich glaube, ich gehe mal runter zu den Kräuterkunde-Gewächshäusern. Du solltest Slughorn suchen, Harry. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Oder zumindest weiß es Felix. Also, gehen wir. Oh Gott. Ich kann nichts tun, Leute. Er läuft alleine. Ich kann nur gucken. In die entsprechende Richtung. Und hoch und runter ist gerade Seiten vertauscht bei der Maus. Aber geiles Lied. So einen Trank will ich auch, wenn man dann so eine Mucke im Kopf hat. Sorry. Lasst uns, Felix und mich durch. Huch, Ego-Perspektive ist jetzt nicht so meins in dem Moment hier. Bei anderen Spielen gerne, aber hier ist es doof. Nur mal so. Ja, können wir. Du hältst dich ja für so clever. Mann. Draco einfach so anzugreifen. Er wollte mich mit Cruciatus verfluchen. Und wir werden dich jetzt mit Stupor verfluchen. Heute solltet ihr wirklich nicht gegen mich kämpfen. So. Wie ist denn das jetzt? Zwei zusammen oder? Nein, der andere wartet. Immerhin sind sie fair. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann ihn einfach nicht treffen. Ach, das ist Zufall, dass wir so gut treffen heute. Weil wir da unter dem Trank Einfluss sind. Das steigert das Selbstvertrauen, der Trank. Stimmt. Ist da noch ein Wappen? Kein Glück, um dich zu besiegen. Oh, jetzt geht das wieder los. Ist das geil. Hey, das können wir trotzdem noch machen. Irgendwie leuchten auch die Kerzen viel wärmer orange. Kann das sein? Ah, und überall kommen so viele raus. Hätten wir das schon mal eher gemacht. Mann, das muss man doch wissen eigentlich. Muss einem doch jemand sagen... der Zauberstab. Ich feiere das gerade so ab, Leute. Er will zu Kräuterkunde. Nun gut. Nee, ich kann gerade wirklich nicht. Wenn ich irgendeine Taste auf der Tastatur in eine Gegenrichtung oder so drücke, tut sich gar nichts. Das ging auch nicht mit dem Ranhauen. Ach man. So, hi! Das ist eine giftige Tentakula. Beim Bart des Merlin. Ihre Blätter sind ganz schön wertvoll, nicht? Ja, aber ich möchte sie natürlich nicht verkaufen.
Mein Interesse ist rein akademisch. Nicht, dass dieses Exemplar viele Galeonen einbringen würde. Haben Sie es mal mit einem Dünger aus Drachendung versucht? Und Sie glauben, das würde helfen? Oh ja, ich denke schon. Den müssen wir jetzt anrühren. Habe ich wenigstens mehr Zeit? Ist hier Gehirn? Weil ich doch jetzt hier Felix getrunken habe. Komm schon, jetzt werd rot, du dummes Ding. Ja, hat seine Gründe. Na komm. Oh, kann man nicht immer so einen Trank? Der wäre gut im echten Leben. Den hätte ich auch gerne mal so. Jetzt brauchen wir wieder die Seepferdchen oder Drachenschwänze oder was auch immer. Zwei. Drei. Was ist das die hier? Ja, komm. Grün muss es werden. Weg damit. So. Immer schön beim Löffel bleiben. Das Rühren ist mistig. Das mag ich nicht. Ansonsten finde ich das hier ja, dieses Minispiel mit den Tränken, ganz nett. Ist das jetzt der Drachendung? Ja. Es sieht zumindest ganz danach aus. Ich muss ja heute perfekt. Wie, mehr als 100 kann man gar nicht kriegen? Wie doof ist das denn? Ja, danke. Ich fühle mich auch gut. Weiß gar nicht, woher das kommt. So, das kleine rote Ding. Was heißt hier fast perfekt? Das ist jetzt das hier, ne? Ja, komm. Komm. Komm, 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 komm. Oh, wie viel denn noch? Hallo. Das war jetzt gemein. So, und das ist jetzt die... Das hat er schon mal zu dieser Flasche gesagt. Ist das hier, dass das immer im gleichen Gefäß ist? Und noch einer. Lecker. Trägt man hier wenigstens Handschuhe oder fasst man die Drachenködel so an? Na? Schnappt ja fast über die Skala. Sollen wir es versuchen, Sir? Unglaublich. Auch noch ein Genie in Kräuterkunde. Aber Sie sollten nachts wirklich nicht hier draußen herumlaufen, Harry. Nun, Sir, ich war eigentlich auf dem Weg zu Hagrid. Tut mir leid, mein Junge. Aber ich kann Ihnen nicht erlauben, alleine auf dem Schlossgelände herumzustreunen. Na, dann kommen Sie halt mit mir, Sir. Oh. Harry, ich wusste, dass du kommst. Aragog war mein irgendwie schon, ja. Freund, weißt du? Aragog? Eine Riesenspinne. Eine Akromantula, die hier im Wald gelebt hat. Hagrid hat sie als Freund betrachtet, auch wenn sie versucht hat, mich zu fressen. Aragog wollte nur freundlich sein. Hagrid, ich möchte ja nicht pietätlos sein, aber Akromantula-Gift ist äußerst wertvoll. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich ein Fläschchen oder zwei von dem Verstorbenen abzapfe? Oh, Aragog. Ich werde dich vermissen, alter Freund. Lebe wohl, Aragog, König der Arachniden. Möge deine vieläugige Nachkommenschaft allzeit gedeihen. Ein Hoch auf Aragog. Es hat er jetzt sein Gift? Ja, leid, Hagrid. Wissen Sie, warum ich überlebt habe? In der Nacht, als Voldemort meine Eltern umbrachte? Sie war eine meiner Lieblingsschülerinnen. Sie hat sich für mich geopfert. Professor, ich werde Ihnen was verraten. Es ist wahr. Ich bin der Auserwählte. Nur ich kann Voldemort vernichten. Aber dazu brauche ich Ihre Erinnerung. Ich brauche sie, damit das Opfer meiner Mutter nicht umsonst gewesen ist.
Ja, aber denken Sie nicht allzu schlecht von mir. Sie wissen ja nicht, wie er war. Danke. Selbst damals schon. Ich denke, dass Dumbledore Sie sehen möchte. Bestimmt, aber ich habe da gerade noch was gesehen. Gibt's hier was zum Hochheben? Du kleine Bottich, okay. Dann muss ich mal noch ein Stückchen wieder weggehen. Ja, Professor, ich gehe gleich zu Dumbledore. Aber da oben... Was war denn los? Bist du... Nehmen wir halt erstmal den hier. So, und jetzt gib mir den Eimer wieder.